Weiß ich noch nicht. Jetzt bleibe ich am Laden, wie ich sehe. Immer noch dasselbe. Und musstest du beim letzten Mal nicht ein Grafikkartentreiber-Update oder sowas machen? Habe ich schon gemacht. Dann kann es ja eigentlich nur am Spiel liegen, oder? Weil... Ja, okay, du hast die Woche jetzt... OBS. Hast du bei OBS das Update gemacht? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Gab's da ein Update? Dann kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Mir wurde auf jeden Fall beim Starten keins angezeigt. Normalerweise zeigt das ja automatisch an. Also ich bin auf 29.1.3. Da wirst du bestimmt auch sein bei der Version. Wo sehe ich da nicht? Wenn du die Starten hast, oben links. Oder rechtsklick Eigenschaften. Ne, ich bin auf Punkt 2. Ja, dann hast du das letzte Update nicht gezogen. Gut, dann mach ich den Stream hier nochmal aus. Wo ziehe ich denn hier ein Update? Datei. Ich glaube auf Hilfe und dann. Oder? Ja, nach Updates suchen, ja. Okay. Hab's jetzt aktualisieren. Ja. So. Das ist jetzt die letzte Variante, die wir probieren können, meine Freunde. Danach wäre sie cool. Ey, das ist doch so eine Kacke, Alter. Das OBS, nur weil da ein Update nicht installiert ist, so einen Frameverlust von 25% hat, Alter. Was ist das denn für ein Blödsinn? Kann halt manchmal passieren. Andersrum ist es mir auch schon passiert, Alex, dass ich dann an dem Tag, wo das neue Update kam, das neue Update von OBS gezogen habe und dann hatte ich die nächsten zwei Tage das Problem, weißt du, was du hattest. Also andersrum geht auch. Wie gesagt, man steckt nicht drin. So, ich bin wieder da. Gratis. Ja klar, da kann man so nicht meckern. Aber es ist ja auch nicht so, dass das nur bei OBS passiert. Passiert ja auch bei anderen Programmen. Ja. Achso, aber jetzt muss ich ja... Jetzt muss ich ja erstmal den PC nochmal neu starten eigentlich, oder? Nach dem Update? Nee, vom Programm nicht. Nur wenn es ein Windows-Update wäre. So. Oder halt was so Treibermäßiges für die Grafikkarte oder so. Da muss man meistens den Rechner neu starten. Aber wenn man bei Spiele-Updates hat, musst du nicht den Rechner neu starten. Also bis jetzt geht's. Die Prozentzahl geht auch runter kontinuierlich? Naja, die schnellt am Anfang immer mal so in den gelben Bereich und dann läuft sie so ganz langsam runter. Bei mir ist so rot, Digga. Die war gerade bei 30%. Achso, ja. Kann auch passieren. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Naja, mal gucken. Ansonsten muss ich den Stream heute ausmachen, dann müsst ihr gerne, dann müsst ihr einfach zu Peiler gehen, dann ist das so. Kann ich dann nicht ändern. Zwar muss beim Schneiden drauf achten, nicht, dass du dran bist mit dem Schneiden, dann muss ich dir entweder Material geben oder ich schneide die eine. Ach nee, das sind ja dann drei Folgen oder vier. Die muss ich dann schneiden. Gut, ich würde jetzt erstens nehmen. Aber das gleiche... Siehst du, Alex, das gleiche haben wir ja auch bei mir, wo bei mir das dauernd abgeschmiert ist. Können wir danach klären, Peiler, ist jetzt wurscht. Lass erstmal weiterspielen, das ist sonst langweilig. Mal weiter. Also erstens, gut, of course, obedience is your only hope. Now stand still. Ich wusste, dass er so eine Scheiße sagt. He begins to move his hand in a quick flurry of gestures. Okay. Jetzt sind wir bei Naruto, oder was? Macht er hier Handzeichen? Nee, der hat einen Anfall. Nee, der macht doch gerade einen Rasengan oder so. Ich mach mal Arcane-Kunde, wa? Arcane-Kunde, ja. Oder also halt. Mach mal. Aber da habe ich minus 1. Ja, aber plus 1 D4-Würfel. Also es kann bis zu plus 4 bedeuten.
Hat jemand noch einen Bonus vielleicht? Nee, war. Nee, wir sehen dich, also ich sehe es nicht. Seht ihr es, Leute? Du hast deinen eigenen Bonus, glaube ich. Ist auch voll verbuggt. Warum sehen wir nicht mehr, dass Jusen würfeln kann? Ich weiß nicht. Okay, ist nur eine 10, also müsste ich doch eigentlich schaffen. Bitte, bitte, bitte. Na klar, eine 6. Scheiße. Göttliche Führung 2, 7. Fuck. Gut. Kann ich nochmal würfeln? Ja, ich könnte nochmal erneut würfeln. Oh, dreimal könnte ich nochmal, okay. Ja, aber das ist, Digga, deine Inspiration ist begrenzt, ne? Hebt dir das lieber für wichtige Sachen auf. Es ist halt wichtig, das mit dem Drachenlord hier. Ja, mein Gott. Aber verschwend jetzt nicht alle drei. So. Nein, ich hab's doch jetzt gerade geschafft, ist doch okay. Dann ist es gut. Ich realize, schon wieder Panik schieben. Ja. Susan, verbrauch nicht unsere Sachen. Ja, Leute, tut mir leid, ich muss den Stream ausmachen. Geht gerne zu Pilar bitte rüber. Ihr seht ja hier bei mir unten die Verlinkung. Und dann, ja. So, Weisheit. Würde ich machen? Gut. Heute kein Stream bei mir. Hey. Okay, gut. Haben wir. Nothing even approaching a useful thought in that skull. I ought to just kill you. Hast du nicht geschafft, den Wurf, oder? Doch, ich hab's geschafft, aber er hat mich beleidigt, weil ich ihn halt gekontert habe. Der ist ein bisschen Nachtyp. Okay, ich könnte Gedanken wahrnehmen machen oder halt. Zollen. Das ist sowieso die zwei besten. Soll ich mal seine Gedanken lesen? Mal probieren. Hallo? Drittens, bei Einschüchtern hast du halt echt gute Würfe, ne, wenn wir das probieren wollen. Ja, plus 3 auch, ja. Bei dem zweiten hast du halt wenigstens ein D4, also das heißt, da könnte maximal noch eine 4 dazukommen. Mit dein Schicksal gehört dir so in die Richtung und bei dem anderen. Habe ich ja schon plus 3, das stimmt schon. Bei Barbar ja. Einschüchtern, ja. Ja, ist halt. Aber seine Gedanken zu lesen wäre auch mal interessant, so. Aber gut, dann werde ich mal auf. Also ist halt die Frage, wie schwierig das ist. Also wir haben ein Plus, wir können maximal plus 5 rausholen für dich. Wenn der jetzt aber eine 20 hat. Ich gehe auch sicher nur mit 3, glaube ich, das ist besser. Okay, ich muss nur 15 würfeln, habe 2 Würfel. Und habe bis jetzt 3 Vorteile. Ja. Go. Und Werbung. Ja, okay, ich hab's geschafft, ja. Hätte er jetzt ein Wah-Wah-Wah kommen. So bold in the face of death. Perhaps you may live after all. Better to let stronger blood thrive. It can give rise to worthier foes and hardier slaves. Don't disappoint me. Yes, sir. Kein Problem, Mike. Ja, der guckt schon zu dir, Alter. Der will Zunkus. Jetzt guckst du ihn auf seinem Arsch, du Räudiger. 315 EP, nice. Ja, Jusen gut gemacht. Ja, wir brauchen bis zur nächsten Dings noch. Ja, Applaus, genau. Okay, also soll ich rüberspringen oder? Die Frage, wo wir jetzt rein wollen. Über die Brücke einfach, oder? Ja, ich spring mal rüber. Nein, es gibt nur eine Steinbrücke, du Einstein. Nein, spring da jetzt rüber. Aber hier oben haben wir doch noch gar nichts gelootet, Leute, bei dem Tor links und rechts zum Beispiel. Da liegen auch noch Kisten. Da kommen wir doch. Ich hab hier gerade. Hier durch. Guck ich mir mal an hier. Hier oben haben wir wohl Kisten vergessen, wo wir lang gegangen sind. Holzkisten, also warte, alt wartet, ne? Mit Punkt. Ne, doch hier. Aber da kamen wir.
Das habe ich alles mitgenommen da oben. Hä? Jetzt ist es weg. Habt ihr das gesehen, Leute? Vorher wurde es angezeigt, geschlossene Kiste, Gold. Jetzt wieder. Hab da alles mitgenommen auf jeden Fall. Wie gesagt, von da kamen wir ja auch, also. Ja, okay, dann ist es ein Anzeigebug bei mir. Sorry, Leute. Kommen wir da runter. Genau, also der Gebirgspass geht da jetzt links weiter. Also müssen wir zu dir kommen, oder was? Ach, nee. Nee, bei dir, bei dir. Baldur's Gate. Baldur's Gate? Bei dir, Baldur's Gate. Bei dir, jetzt? Gebirgspass. Was? Geht weiter, Tag, wo soll ich das? Ehe du den nächsten Schritt wagst. Okay. Haben wir alles erledigt? Keine Ahnung, wir haben die ganzen Nebenquests noch nicht gemacht, aber. Wollen wir ja oder nein machen? Wenn wir nein machen, kommen wir hier nicht weiter. Na komm, wir sind so weit. Mach ja, ich will Drachen sehen, ich will Drachen besiegen und zähmen und essen. Okay. Und... Komm hier aus. Meine also, ja, okay. Cool, ein Spieler hat die Anfrage abgelehnt. Na, wer war jetzt so blöd und hat auf Nein gedrückt von uns? Ich war nicht. Ich kann nicht lesen. Hellsfire. She's coming. Woo! What she said. Heißer Auftritt. Er hat ein bisschen was glänzendes über sich. You've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Ihr wart ungezogen. God damn it. Anyone but her. Was das zweite, Digga? Finde ich auch gut. You flatterer. Why, if I had a warm heart, der Zwerg poppt I'm sure it weg. Would be skipping. Call me Mazora. Ja, Mann. I'm Will's patron. Stell dir mal vor, wenn er nackig an die Wand kommt. Of his power. Alter. Dankeschön. Unruly, and his leash needs a yank. Was? Okay. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. Ach so. I've taken more pleasant shits than you, Mazora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. Ach du Heiliger. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde 1 machen. 2, okay. Na, aber 1 halt. Sollte sagen, wer jetzt sterben soll, dann gucken wir. Auf jeden Fall sind wir gleich im Kämpfen. Einen müssen wir auf jeden Fall irgendwie töten. Entweder ist es jetzt die Dämonin, die aus der Erde kam, Petersen oder Petra. Ja. Ich würde die Olle von Karlach töten. Fangen wir erstmal was zu Will. Oh, yes. Thanks for the reminder. Okay. Ich glaube, die bringt besseren Loot. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Wir wollten nur wissen, was der zum Phase ist. Wir wollten auch jetzt mal jetzt nicht erwarten. Aber cool, wir haben noch einen Tiefling. Nehmen wir noch einen. Hier die Vanille. Und so schnell ist man tot. Aber er ist ja nur halb, oder? That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms.
Get used to the new form. Können wir nicht einfach alle saufen und vögeln? Mein Gott. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, oh, well, don't forget, our pact still stands. Ramm ihn rein, den Kriegshammer. Da will wohl jemand meinen kleinen Dolch spülen. Okay, ich glaube, der eine wird jetzt ein bisschen uns hassen. Hey, Soldier. We've got a long way ahead of us, and there's something I want to tell you. Don't worry, it's nothing bad. Well, hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Things been running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I've been making the most of the extra heat. That has meant I can't get too friendly. If I'm excited, nervous, scared, I'll light you up like a firework. Da steht Jusens Opa. Ja, der hat frei heute. Ja, mit einer Maschine, was kannst du denn, Alter? Liegt auch nur im Takt, oder? Was für einen Takt willst du haben? Aber zweitens, der hat das gerade doch gesagt, dass ihr Herz eine Maschine ist. Und jetzt, ihr habt eine Maschine als Herz? Ja, wie erwähnt. Ja, drittens wäre interessanter. Burn, baby! As hot as I can tolerate. Ich have to admit, it helps in battle, though I wouldn't have chosen it for myself. If I've been given a choice. So, auf jeden Fall hot. I'll tell you the story, but kannst, I really need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing. Geht mit der, Jusen? Kannst mit der eine Beziehung führen? They let slip they'd met an infernal mechanic in the area. Also, sie kann keine Paladin leiden anscheinend. But I didn't see him anywhere. Ist das Schicksal? Hast du keine Chance? Doch, wieso? Ich hasse ja auch Paladin. Ich hab deine Eid gebrochen. Ich bin auf ihrer Seite. Noch krasser. Ja. Ich glaube, da ist Love is in the Air. Geh dich mal raus. Gib uns die Quest. Thanking you. Zeig the tune-up mir, would give können. This rust box of mine a new lease of life. Die klauen unsere Jobs. Na gut. Alter, wie viele Kisten sind denn hier noch? Guck mal auf die Karte, Leute. Das sind unsere Kisten. Ach, sind unsere. Ja, stimmt, ich sehe es auch gerade. Wusste die Karte. Wird grad sein. Wir können nicht aus dem Lager, sehe ich gerade. Wollen wir mit den Typen da hinten jetzt nochmal quatschen oder raus aus dem Lager? Quatschen, dann los. Nee, wir können das Lager noch nicht verlieren. Aber warte, ich könnte jetzt auch meine Operation machen, wenn ihr wollt. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. And Azura made me pay for it. Aber kannst du ja danach I'll be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not... Aber wehe, du bist da noch schwächer als vorher. Victims, not innocent tieflings. All our pets tend to be unforgiving from what you know of them. Ja, deswegen, ja. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ach du Heiliger. Drittens ist doch ehrlich. Finde ich so. Aus meinem beschränkten Winkel des Denkens. Oh, ein geringer Süge. Nur 5 finde ich echt gut. I'd count my lucky stars for it. But I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Aber die Klinge haben. Aber die Hörner sind doch, stehen ihnen doch, Alter. Jetzt sieht er noch cool aus.
Drittens würde mich interessieren, warum habt ihr einen Pakt mit der? Aber das bedeutet ja, wir übernehmen den Pakt von ihm, oder? Wenn man das Nein. Oberste nimmt? Achso. Nein, ja. Das ist nur... Hätte nur, das ist ja, one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this, the moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Aber seine Augen sind jetzt voll verstörend, Alter. Jetzt hat er ein rotes Auge und irgendwie so ein Holzteil da drin, was völlig verkohlt ist. Das lösen. Aber er hatte vorher schon zwei verschiedene Augenfarben, das ist euch klar, ne? Ja, das ist mir klar. Trotzdem ist er verstörend. Das lösen. Ich bin drin. Fuck, bist du. My good fella. Bin ja mal gespannt. Und Yuzen ist tot. Wer weiß, er muss bestimmt würfeln, ob es gut aussieht. 50 Cent, dass du jetzt stirbst. Ich setz 50 dagegen. Ey, warte mal, ich setz ein Abo, Alex. Ich setz ein Abo für dich. Ja, mach's mit. Naja, dann los. I could attempt an extraction. Er stirbt nicht, wundervoll. I've a needle in my tunic after all. Wenn er jetzt das Falsche anklickt, stirbt er. Ja, ich bin nicht spannend. Tu das. Los, tu es. Tu es. Ich will mir lieber eine zweite Vala Meinung einholen. Von wem denn? Alter. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns. Zuckst ja nicht mal, Alter. And begins to push. Ja, das ist ein Knäbel, wo sagt er mich gerade? Vollzubein. Das reicht halt auch, Mann. Vollzubein, ja. Alter! Oh, 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 oh. Er ist ein Profi, er ist ein Profi. Ja, glaube ich. Ich wollte, dass er vorher drin rumgestochert hat. Nein, er stirbt nicht, nein. Hat nur die Nadel darin gerammt ins Gehirn. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Das ist ein Hindernis im Weg? Okay. Das ist ein Hindernis ja, im Weg? Gehirn, ja. Ja, logisch. weiter geht's. Alter, okay. Nee, ist Nadel schon drin. Alter! Ja, nee, Molo, Alter. Nee, Leute, ich glaube, der los, geht... Los, einfach fort. Ja, oh mein Gott. Komm, jetzt zieh die Scheiße jetzt. Oh, rein, alle Ding. Sei tapfer. Nein. Nee, ey, dann spielen wir hier Saw oder was? Ich bewege ihn. Das klappt nie, doch, das klappt, los! Okay, jetzt sind wir schon so weit. Ist auch krass, um die Feinarbeiten zu machen, noch das größere Teil rausholen. Tap, tap, stab. Oh! Do you feel that? Ja, und du fühlst es? Alter. Aber schön, dass sie mir helft, so weißt du? Ihr seid auch im Lager, aber keiner sieht mir. Aber das wird dich nicht mal festhalten, ne? Du ziehst jetzt so durch. Alter, jetzt ist die Frage. Jetzt warten wir mal eine Stunde, Leute. Jetzt warten wir mal eine Stunde. Jetzt war es Nummer 1. Ich bin bei 1, oder? Ich mag. Ja, ich bin ich auch gut. 4 ist super. Okay, 4 ist meine Glückszahl, hau durch. Nein, ich mache das. I agree. It's a feisty critter. Und jetzt stirbt er. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Dein Auge fällt zu Boden. Alter! Alter. Okay. Habt ihr gelesen, was da steht? Ja. He pauses, looks down at your eye and recoils slightly as it sinks into the mud. Nein! Fuck. Und tot? Zur Behandlung ist fertig. Scheiße! Wart's zuerst mal ab. There appears to be an amount of. Ja, meinst du, er holt jetzt noch ein größeres Gerät raus, oder was? Ja, ja. Presslufthammer, oder? Das war auch nur, glaube ich.
Ich glaube, eins meiner Augen funktioniert nicht mehr richtig. Yes, quite. But there is some mild trauma. Ich glaube, damit haben wir uns jetzt am Ende mehr geschadet als geholfen. Perhaps there is something more I can do. Alter. Bist du dein Assi, ey. Wow. Ach, jetzt kommt das Auge erst. Ey. Ja, setz es ein. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it. Jetzt wird Yuzen richtig krass. Jetzt kriegt er so ein übelstes Relikt, ey. Very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Och, ey, das war eine halbe Folter gerade. Wo rennt er denn jetzt hin? Yuzu ist halt blind. Und hier ist so ein Plasterauge. Blutendes Auge. Kann man das verkaufen? Kannst du es einsetzen? Hast du jetzt so eine Augenhöhle da als. Also, er hat auf jeden Fall unsichtbare Sehnen gerade drin bei sich, wenn man da links guckt. Mal gucken. Aber wo ist denn das Auge? Seht ihr das? Nö. Ich glaube, ich hab's schon drin, wenn der. Ja, ich glaub, aber er hat's dir doch gerade gar nicht eingepflanzt. Nicht, dass du jetzt doch halt blind bist. Naja, hast du bestimmt jetzt auch. Nee, er hat ja jetzt dieses unsichtbare Sehen. Genau, dauerhaft. Kann unsichtbare Kreaturen im Abstand von bis zu 9 Metern sehen. Das ist ja geil. Und ich habe ja Gedankenwahrnehmung drin. Ne, nee, Gedanken wahrnehmen. Alter, ja, der nice. Feuerresistenztrank also, hält auch immer noch. Hast du jetzt dein Auge verloren für unsichtbare Kreaturen sehen? Aber wirklich, am Ende, Alex, war ich mir recht unsicher. Ich habe dann wirklich gedacht, er stirbt. Ich wäre es ja so witzig gewesen. Okay. Aber dann ich sah kann, auch ein Boot aus, dachte ich kurzzeitig. Dann kannst du ja irgendwann, wenn hier mal jemand aus meinen Lurkern, vielleicht aus dem Chat, doch mal reinschreibt, kannst du ja mal ein Abo verschenken. Ich hab dich noch gar nicht abonniert, deswegen abonniere ich dich jetzt einfach. Ach, kannst du auch machen. So, das haben wir knallhart durchgezogen. Jo, jetzt können wir eigentlich weitermachen. Jetzt müssen wir, glaube ich, schlafen gehen. Schon wieder? Wir können nicht aus dem Lager rausgehen. Na doch, wieder aufs Feuer klicken. So, Feuer. Einfach auf das Feuer klicken und dann raus. Ach, zu Bett gehen ist das, okay. Wir müssen echt zu Bett gehen. Warte kurz. Achso. Alex leuchtet. Alex ist ein Geist. Nice. Okay, wir können raus. Na, dann auf dem Platz fertig los, oder? Oder Inventar geht ja noch, oder? Oder wollen wir erstmal ab da? Oder zum Händler? Nee, erstmal weiter, oder? Ich will mal einen Kampf jetzt machen, Alter. Ich hab viel Müll dabei, was Alex verkaufen könnte. Ja, aber wir haben ja noch Platz, sonst schieben wir das ein bisschen. Wir können ja jederzeit zurückgehen. Raus aus dem Lager. Und dann. Ja, damit muss ich mich mal später beschäftigen. Der will gerade mein PayPal hier irgendwie nicht einstellen. Mach ich später, ja? Ja, ich merk's mir. Die Wetten werden noch öfter vorkommen, Leute. Wenn ich mit Alex den Beef mache, wird man bestimmt dies Jahr auch noch mindestens mit einer Folge anfangen werden. Wer weiß, wer von den Jungs noch mitmacht. Da werden wir auch um was spielen. Der geht nicht um Janisch, ne? Toll. Mir ist das Drille, wenn es am Ende heißt 10 Subs, das sind ungefähr um die 50, 60 Euro, dann ist das der Hauptgewinn, meinetwegen. Wäre cool, wenn wir jetzt hier mal irgendwie mal einen Händler kriegen würden, der ein bisschen was hat. Nicht nur der komische Anfangshändler da. Ich müsste aber trotzdem noch mal ganz schnell auf Toilette, Leute, ihr könnt ja schon mal so ein bisschen gucken und looten, dann komme ich gleich hinterher gelaufen, ja. Siehst du, ich habe das Schild gar nicht mehr drin. Was ist mit dem Schild? Doch, habe ich drin. Oh, hier oben sind Gegner. Alter. Okay. Dann gehe ich wohl später auf Toilette. Ja, okay.
Na, ich bleib. Gut, oh, die stehen noch mit. Ich bin erstmal gar nicht. Oh. Ich bin erstmal gar nicht dran, fuck. Oh. Alter, du bist nämlich groß, Alter, auch. Okay, ja. Okay. Okay. Aber wollen wir die nicht lieber hierher locken? Ja, ja, auf jeden Fall. Weil Fettfilm könnte ich schon mal hinlegen. Gleich, wenn ich irgendwann dran bin. Wie gesagt, nee, die kommen eh alle jetzt hierher. Auf sie rauf, wenn sie relativ nah sind. Naja, aber hier ist eine Enge. In der Enge, dadurch, dass es mehr sind, ja, aber haben ich würde trotzdem... Warten, ja. Warten mit der Fett, mit der Ölfilze bitte noch. Ja, ja. Ja, ich würde trotzdem, bin eh dass du sie mindestens triffst, weil sonst laufen sie halt andersrum. Naja, da muss bloß derjenige nach mir, das wird dann Alex und David sein, da bewegt sich dann nur noch einer, der muss es dann anzünden. Na, erstmal ist er entweder Shaolinchen oder... Na, wie gesagt, David dran. Alex kann gucken, was er machen kann, oder David, aber wäre gut, wenn ihr nicht zu weit ranläuft. Irgendwo da vorne hört die Enge auf, also ihr könnt noch ein Stück vor, aber müsst ihr gucken, wie weit. Alter, wie viele Resistenzen haben die denn? Das war ich noch gar nicht geguckt. Hieb-Resistenz, Wucht-Resistenz, Stich-Resistenz, Säure-Resistenz, Schall-Resistenz, nekrotische Resistenz, Feuer-Resistenz, Blitz-Resistenz, Kälte-Resistenz, physische Resistenz. Hä, ich das sind die doch gegen alles. Ja, aber ich glaube nur, wenn die zwei zusammenstehen. Ich glaube, wenn sie getrennt sind, sind sie nicht mehr ganz so imbar. Alter Falter. Aber Giftresistenz ist nur ganz leicht, ne? Ach so, nee, die Resistenz ist nur, solange sie die seit 20 Extra-Punkte haben. Genau, und ich glaube, das ist nur, wenn die zusammenstehen. Und die Giftresistenz ist nur ganz leicht, ne? Alle anderen Sachen sind wesentlich krasser. Hier, während die betroffene Kreatur temporäre Trefferpunkte hat, ist sie gegen alle Schadensarten bis auf geißelnden Schaden. Brauchen wir geißelnden Schaden? Hier, geißelnden Schaden. 2 bis 20. Könnte ich schon mal auf sie draufhauen. Ja, mach. Zieh durch. Okay. Nice. Gut. Wer noch zurücklaufen kann, zurück. Läuft noch so weit zurück, wie er kann. Ja. David muss noch zurücklaufen. Aber warum kann ich nicht weiter rauszoomen, Leute? Ich versteh's nicht. Bin ich schon ganz weit draußen? Ja. Ansonsten kannst du mit WASD noch die bewegen, ne? Die Karte. Ja, mache ich ja die ganze Zeit. Mit Q und E ist klar drehen. Aber ich habe gedacht, ich kann noch weiter rausholen. Egal, Gule, okay. Die haben zum Glück nicht so viele Resistenzen. Aber wie gesagt, einer muss es dann gleich anzünden, wenn ich. Ja, wenn die da vorne alles stehen, ist ein praktischer. Na, ich renne da gleich da mal hin, wenn ich dran bin. Nee, nicht hinrennen. Wieso nicht? Wenn ich da eine Pfütze hinmache, sollte ich mit dem Brand stecken? Ja, du kannst aber vor uns laufen, auf jeden Fall. Ja, du kannst einfach nur vor uns stehen, ja. Genau. Weil die Ghule, die da alle kommen, die sind nicht feuerresistent, so wie die beiden Picken. Jetzt sind nur noch zwei dran. Die stehen da auch echt dicht. Der kommt auch dicht daran. Okay, da muss Yuzen auf jeden Fall ran. Ja, dann stell dich vor dem. Stell dich vor dem Dicken, ja. Ich mach hier hinten die Fettpfütze. Aber buff dich vorher. Oh, einer ist gleich ausgerutscht, Leute. Und dann kann David vielleicht seine Kugel dahin machen. Ja. Cool. Sehr gut, Dude. Scheiße. Ich kann hier nichts weiter groß machen. Fuck, Mann. Eigentlich wollte ich die Musikklinge machen. Ja, aber hast du es vorher nicht gemacht? Weil ich großen Jusen ist. Ich probiere was. Zieh durch den durch, Jusen. Also ich kann ihn jetzt nochmal angreifen. Na, versuch's. Ja, mach schnell, bei mir kommt gleich aber eine Werbung. Aber die Klinge ist doch eine gute Idee eigentlich, oder? Ja, naja. Natürlich ist das eine gute Idee. Die macht ja Flächenschaden. Die, also die in der Nähe von dir sind, kriegen Schaden. Kriegt der in meinem Fett? Kriegt er jetzt zusätzlichen Schaden. Oh ja, steht da auch. Ja, das war's. Jetzt kommt der andere noch ran, maximal, und dann müsst ihr mal Feuer anmachen. Oh, der steht auch mittendrin. Er ist ausgerutscht! Er ist ausgerutscht! Nice.
Zeit. Yes, yes, ja. Hat zwar nicht sehr viel abgezogen, aber immerhin. Aber die Effekte waren cool. Kugel kannst du am Ende ah, auch scheiße, mein Sonnenlicht ist weggegangen, als ich das... Okay. Ich geh noch mal ein Stück höher zurück, aber nicht zu nah zu fallen. Ich kann hier drüben hingehen. So, erst mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich meine, wir dürfen sie nicht an uns rankommen lassen, also sollte ich schon vielleicht mal eine dicke Attacke auspacken, oder? So, ich habe jetzt seinen Schutz weggemacht, jetzt hat er nur noch 42. Also versuche ich mal eine dicke Attacke vielleicht gleich. Weil die werden jetzt alle an Jusen und uns ranlaufen. Okay, ich bin versteckt. Na, dann mal gucken, was passiert, Leute. Beende mal einen Zug, David. Ja, die sind schön dumm auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Ja, okay, Jusen kann das Dings machen. Ist auch sehr gut. Bleiben schön bei der Tür. Aber nur 4. Und noch. Warum steht der jetzt neben mir, Junge? Der kann nach dem Schlagen auch mal laufen. So, Leute, was soll ich denn als nächstes machen? Jusen, am besten kämpfst du gegen die Ghule. Ich so, übernehme den Großen. Ja, soll ich Jusen bei den Ghulen helfen? Oder nicht? Ich kann da auch einen Klingensturm noch hinsetzen. Kannst du diesen Blitz nicht an den Großen machen? Weil der wird ja ewig bestehen und solange der hier 10 ist, Züge, der Schaden. Kann ich machen, aber ich stehe auch sehr dicht dran. Ich muss halt eigentlich weiter wegstehen, damit der einen besseren Effekt hat. Aber könntest du auch den Feuersturm bei dem Meteoriten hinten machen? Ja, dann trifft er ja auch den Ball. Na nee, ich kann einen Klingensturm dahin machen, ja, aber der... Ja, er trifft auch den Ball. Richtig. Trifft auch den Ball, deswegen. Oder ich könnte einen zweiten Ball hinsetzen. Nee, geh doch einfach ein Stück zurück und mach den Blitz auf den Dicken. Okay, dann versuche ich mal... Hebst dir auf, falls die noch ein Stück zu uns jetzt laufen. Gucken, ob das hier als leicht erhöht zählt. Wo ich jetzt stehe. Den Kettenblitz wollt ihr haben. Der ist auch nur 55. Aber ich könnte ihn auf Stufe 3 machen, wenn er Bock hat. Sehr gut. Nicht laufen, Jusen. Nicht in die Richtung laufen. Geh einfach. Nein, bleib doch mal entspannt. Ich mach Stufe 3. Ich guck grad nur unten, was ich machen kann. Ich beweg mich grad. Warum hat er dich denn geschlagen gerade? Yo! Der hat nicht geschlagen. Keiner. Oh. Doch, ich hab getroffen. Er hat 23 Schaden, war gut. Ich könnte den versuchen, benommen zu machen. Soll ich nochmal den Versuch benommen zu machen? Ja, aber wir sind da in einem heftigen Kampf. Dann mach einfach platt und bleib da oben stehen. Richtig, dass du die anderen abfängst erstmal. Ja, genau. Dass die nicht an dir vorbeilaufen können. Ja, sehr gut. Ist er fast tot. Und benommen ist er auf jeden Fall auch. Ja, sehr gut. Gut, ich hab den einen Kettenblitz, der ist fast tot. Dann kriegen wir das gut hin, denke ich. Der andere liegt ja immer noch, ne? Durch den Fettfilm. Das ist ja heftig. Das ist schon gut. Ja, was? Weißt du, wie oft ich den gemacht habe, Alex? Und die sind nicht ausgerutscht, dass jetzt zwei ausrutschen und noch ein großer Gegner. Finde ich halt schon lustig. Fehlschlag! Nice, geil. Ey, der Feuerball ist wirklich Hammer. Ist gut, dass David und ich den haben. Hättest du mal eher gegen die Ghule machen sollen, dass die ein bisschen weniger Gegner sind, Digga. Ja, aber der hat nur noch 3 Schild. Und das heißt, wenn der gleich hier durch die Flammen durch ist, dann hat er keine Resistenzen mehr. Dann können wir raufhauen. Du hättest den neben mir vielleicht wegkillern können. Und dann hätte ich den Schutzschild noch nicht wieder. Nee, nein, die Kugel wird doch angegriffen, wenn er da wegrollt. Ja, stimmt. Den Vierer, warum hast du denn eine Angst vor dem Vierer, der da neben dir steht? Ich hab ganz viel Angst. Es kommen doch jetzt alle Gegner, denke ich mal, bei dir ran. Und jetzt müsstest du einen Wirbelangriff dann gleich machen, wenn sie alle um dich rumstehen müssen. David? Ich hab mit der Waffe keinen Dreierangriff. Ja, ich habe aber einen Doppelschlag, also einen Rundumschlag. David, ich versuche erstmal den Großen hier wegzumachen, ne? Ja, kill den mal. Machst du den Vierer bei Jusen da platt? Dann machen wir erstmal auf den Großen, weil sicherheitshalber würde ich sonst noch was, weißt du?
Ja. Wenn du ihn schaffst, jetzt platt zu machen, dass ich noch sicherheitshalber drauf haue, weil er wird wahrscheinlich als nächstes mich hauen. Ansonsten könnte ich auch hinten nochmal versuchen, wenn er nicht neben mir steht. Er hat jetzt nur noch Hieb, Stich, Wucht und Giftresistenz. Der ist in dem Fall, der ist weg. Ja. Okay, nice. Also der liegt auf jeden Fall so. Naja, die Jungs machen noch, Dingi. Hast du noch eine Attacke? Nein. Ich bin auch raus, Digga. Das ist bloß noch mein Kettenblitz, der da hält. Warum denn Gift, Digga? Das war die einzige Sache, die er als Resistenz noch hatte. Scheiße. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Also mehr als sagen kann ich doch nicht. Ich dachte, es wäre Säure, weil ich vorher auf den Säurefall geguckt habe, aber jetzt... Ja. Ja, danke. Genau. Ach man. Aber er liegt. Also das ist ja schon mal gut. Und wie lange? Okay, eine Runde. Ja, mal gucken. Mal gucken. Kann auch zwei sein, bei dem da hinten waren es ja auch zwei in der Fettpfanne. Die Hunde. Kritischer Fehlschlag, nice. Jetzt ist wieder der Fehlschlag. Kritischer Fehlschlag, nice. Gut, die kommen jetzt. Fuck. Oh ja. Okay. Gut, Huse ist erstmal dran. Was soll ich denn machen? Der Dude ist aufgestanden. Kannst du den Stierer vielleicht oder den einer jetzt noch wegknallen, der noch einen hat? Wir haben auch vor uns noch auf einen. Einmal 53. Weil der irgendwie digitiert ist, die beiden anderen. Digitiert? Ja, ich blende mal so. Die beiden Haupttypis haben den irgendwie verzaubert, dass der auf einmal kannst so. Kannst du vielleicht Flächenspell machen, dass du beide von denen triffst? Ja, ohne, muss ich gucken, ohne was? Alex zu treffen? Oh, wieso Alex? Könnte halt auch den, die nein, Jusen, kämpf doch einfach gegen deine Ghule da. Wir brauchen dir doch bei den Ghulen nicht helfen. Du bist doch noch voll am Leben und die kriegst du doch ganz alleine dahin. Genau, siehst du, guck mal, einer weg. Feuerbälle wäre halt der beste Spell, den ich hab, aber da muss ich schon ganz schön dicht neben euch zielen und ich glaube, prozentual gesehen fallen die runter. Da mache ich auf jeden Fall keine 48 Schaden hin, sondern vielleicht eher nur 8 oder 16. Kannst du den nochmal benommen machen da neben dir? Nee, kann ich nur einmal. Schade. Wir kommen hier. Kannst du den schubsen? Wo soll ich den hinschubsen? Na, einfach ja, wegschubsen, vielleicht kriegt er einen Schaden. Er hat ja nur noch ein Leben. Oh, er fällt um. Ja. Was willst du sonst mit deiner Bonusaktion machen jetzt? Mann, mich heilen bringt da nichts eigentlich. Nee, deswegen. Meine Standardfeuerattacke könnte, wenn sie komplett trifft, 20 abziehen. Jetzt könntest du dich noch bewegen, glaube ich. Weil jetzt hast du ihn weggeschubst. Wo soll ich mich jetzt hinbewegen? Naja, vielleicht hier runter. Wo? Ah, normaler Typen. Ja. Dass der nicht weiterlaufen kann. Genau. Oh, jetzt kreischt er auch noch. Nice. Genau, jetzt das war nämlich die Sache, dass die kreischende Klingel bei uns ist, weißt du? Nein, bleib da. Ja, ja, ist aber genau, ich möchte gerne, dass ich auch, falls jemand angreift... So ist perfekt, Jusen. Einfach stehen bleiben. Genau, ich bleib jetzt da, wo ich bin. Jusen, für das nächste Mal, du brauchst nicht laufen, du brauchst nur strong drücken und in die Richtung mit deinem Pfeil gucken. Ah, okay. Dann drehst du dich um. Okay. Ich bin jetzt mal zu. Nein. Achso, Pyla ist dran. Ja, Pyla ist dran. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll, Leute. Also Flächenschaden ist echt schwer, weil ihr alle dicht aneinander steht. Ja, dann mach auch auf jeden Fall den Fetten weg. Ja, genau. Dann hau einfach rauf da auf den. Mach irgendwie Schaden. Dann mach ich Standardschaden. Der andere ist auch. Dann müssen wir bloß Daumen drücken. Drauf da und dann... Das ist klappt. Ah, hat gereicht. Richtiger Treffer, nice. Sehr gut. Das war mein Standard-Feuerball, Leute. Der macht jetzt nämlich 20 Schaden maximal. Und bei Crit noch mehr. Congratulations. Na, hat einer ist weg. Mal. Immerhin, Alter. Ja. Ist doch gut. Hört sich doch keiner. So. Stehe ich hier hinten erhöht und beende meinen Zug. Oh, geheilt, oder? Ah, der hat den geheilt, ja. Aber die stehen da ja immer noch alle drin, also. Gib ihnen einen Schubs, mach David! Mach den Ghoul.
Ja, ich überlege welchen. 15, 14, aber wenn die 14 haben. Ja, 9. Sehr schön. Oh, ich bin dran. Dann, Ich muss sagen, wirklich so Sachen wie Feuerbälle oder diese Sachen, die ich beschwören kann, dass sie die Gegner ablenken, ist schon echt, echt gut eigentlich. Stellt euch mal vor, die würden alle auf Usen einkloppen anstatt auf den Feuerball, dann wäre jetzt schon wieder kritisch. Warte, warte, ich kann vorher eine Eisfläche machen, dann... Ja, vielleicht bin ich dann im Vorteil gegen den Ding hier. Genau. Achso, du machst da hinten eine Eisfläche. Achso, ich... warte. Nein. David ist konzentriert. Ich merk's. Ja, wir sind gerade alle wieder tief hier. Beim Denken. So, dann macht mal eure Züge, ja, ihr zwei. Wir. Und dann gucken wir mal, was die anderen machen. Ui, ja? Boah, David eigentlich ein Zweihandschwert in der Hand. Gib mir ein Schild oder Spell. Ah, okay. Da ich eh nicht im Nahkampf angreife. Ich weiß ja nicht, was alle Sachen perfekt haben. Okay. Jetzt gehen sie auf Alex. Alter, die sind da richtig desorientiert, Alter. Ja, aber Alex muss da unbedingt weggehen. Und du eigentlich. Nee, alles gut. Nein, alles Bombe, Digga. Okay. Alles Bombe, Bombe, Bombe. Dann mach passt schon. Ich lauf da jetzt nicht den Zug einfach weg und dann. Genau. Passt doch. Pfeiler, du kannst wieder so einen Dicken auf den Gruul machen, auf den Gift-Typ wieder. Deinen Dicken, es war nur ein Feuerfall im Standard. Ja, mach den Standard Feuerfall auf das dicke Fieder. Mal gucken, ob er trifft. Schade. Schade. Nächstes Mal steht man schon erhöht, weißt du. Kannst du dich noch irgendwie buffen oder so? Nee. Mit einer Bonusaktion. Nee, ich kann nur noch sprinten, springen und sowas machen oder Feder leicht machen oder... Doch Öl des Brandes kann ich noch einsetzen. Ich glaube, das ist nur auf einen Stab. Ja, das glaube ich auch. Das kannst du mir mal geben. Das Öl kannst du mir mal geben, damit ich mit den meine Waffen damit einschmieren kann. Mhm. Warte. Wo ist es? Die runde Flasche? Die runde bitte? Die runde hier. Scheiße. Muss ja bei dir erst runterscrollen, damit ich es reinlegen kann. Warte. Euch darüber gepackt, die eine Pulle. Gift und sowas habe ich auch noch, Alex. Damit kannst du deine Waffe auch einschmieren. Kannst du mir alles geben, ja. Einfaches Gift. Das müsste eigentlich auch gehen. Einfaches Gift habe ich auch schon. Kannst du gleich draufstecken. Okay. Dann wieder nach oben scrollen. Da oben. Upp. Ah, du kannst erstmal deinen Zug beenden. Das kannst du nebenbei machen. Dann laufen die hier schon durch. Achso, schlichtes Gift, okay. Ja. Ich hab dir beides gegeben. Ja, ja, das ist einfach. Beende erstmal deinen Zug, Digga. Ja, ich wollte eigentlich mal. Kann ich noch einen Meter vor? Ja, okay. Aber Gift bringt bei den Viechern, wie gesagt, nichts, ne? Ja, ich weiß. Aber kann für später. Geben. Achso, ja. Aber was weiß ja nicht, was kommt. Mach den Dreier-Ghoul weg. Ist ja nice. Ich glaube, wir müssen irgendwie auf den Dicken da gehen. Der belebt sonst alle wieder da, ne? Der ganz Dicke da hinten, ja. Naja, dafür müssen wir ja auch die neben uns wegkriegen. Ich kann ja mal gucken, ob ich ihn von hier gleich treffe mit irgendwas, aber vorher sind alle anderen dran. Also macht ihr erstmal. Leute? Ja, ich lese gerade. Achso. Könnt dem. Zauberspruch Spinnennetz, David, den sollten wir vielleicht beide auch nochmal lernen. Du hast davon einen im Inventar und ich auch.
Es macht einen 4 Meter Radius bis zu 18 Meter ein Spinnennetz und das kann man auch immer ganz leicht entflammen. Das ist schon eigentlich jawohl, eine coole ich hab Kombo. Ihn tot. Geil, geil, geil. Nice, einer weniger. Shit, den da kann ich nicht treffen. Hast du den Fünfer treffen vielleicht, ja? Der ist ja, ja auch wenigstens weg. Beide getroffen? Nee, nee, nur. Okay. Das wäre ja noch cooler gewesen. Hat nur doppelten Schaden. Yeah. Der lähmt ist er. Das ist cool. Alter. Das ist mies. Das musst du mal was machen, Jusen. Ja. Kannst du den Rundumschlag machen und vielleicht beide? Nee, kann ich mit der Waffe nicht nehmen. Wieso denn nicht, Jusen? Wieso, frage ich dich. Ihr müsst die jetzt um mich rum da töten, bitte. Ja, ich versuch's bei einem. Was soll ich den dicken oder? Nee, den, der um mich rum steht, bitte. Weil die ich warte erstmal, was Jusen macht. Einer ist weg. Kannst du nochmal zuhauen, Jusen, oder nicht? Nee, das weiter. Ich kann jetzt zu dir schubsen, wenn's hilft. Nö, nicht wirklich. Ich mach einen Feuerball, dann drück die Daumen, Alex. 11 hat er noch, 20 macht der Feuerball maximal. Soll ich ein bisschen weggehen? Sehr gut. Nee, Feuerball ist danke. Gut, jetzt kannst du nach oben laufen zu dem. Okay. Gut, ich bleib hier. Versuch stehen. Nicht in die Kugel zu laufen, dann kriegst du Schaden von mir in der Nähe. Okay. Nee, es war Blitz. Okay. Hier ist auch eine Pfütze, weil David da seinen Eisstrahl gemacht hat, aber ich weiß jetzt nicht, was den Blitz ausgelöst hat. Hier ist ja kein Blitz von uns gewesen. Ja, ist ja, ist oder ja hat nicht was schlimm, mit Fusen seiner Rüstung oder Waffe zu tun? Aber ich kann mich jetzt noch nicht mehr bewegen, Leute, sorry. Mhm. Wenigstens hat er jetzt aber Kreischen drauf, ist ja schon mal gut, dann kriegt er Bonusschaden von der Sphäre. Schade. Sind Fusen seine Schuhe, wenn der Träger im Kampf im Wasser steht, wird er elektrifiziert. Wenn der Träger einen Zug übergeht, da hätten wir mal aufpassen müssen. Ja. Aber dafür, wenn er geschockt ist, kriegt er Blitzladen. Ich habe aber, wenn die beiden hier hinten stehen, ich kann eine dicke Attacke machen auf jeden Fall dann. Ja, mach mal bitte. Ja, der Kleine ist immer weg. Jetzt haben wir noch einen Gegner, ist auch cool. Ja, ist auch noch. Ja, ist auch. Er hört auf mich anzuschreien. Aber kannst du mit der Kugel noch weiter weggehen? Also. Kann ich einen Angriff machen? Na, dann gehe ich hier oben hin, damit er noch leicht brennt. Ah, shit. Ja, jetzt kann ich nicht mehr laufen, oh, willst du mich verarschen? Da hab ich ist nicht hingeklickt. Ich, ja, hab ich nicht hingeklickt. Ich wusste nicht, dass er nach unten lang geht. Hab ich immer noch nicht bewegt. Achso. Nee, jetzt hast du 3 Blitzladungen. Mach auf den Feuerball daneben. Ich mach mal das hier. Das halt muss ich daneben stehen bleiben. Du musst dann. Jusen, bleib stehen, ja? Ich kann nichts machen. Nicht okay, weitergehen. Ich bleib erstmal stehen. Mach was du machst. Nice. Das war schon mal gut. Gut. Drumherum ist auch kein Feuer. Ich habe gedacht, durch diesen riesen Feuerdings wäre vielleicht Feuer drumherum. Links ist aber Feuer. Ja, links von ihm ist Feuer. Ja. Aber also, es hätte also die ganze Fläche vor Jusen mit dem Gegner betreffen können. Also ich gehe jetzt rechts von ihm und greife ihn an. Mach das so. Dahin. Ja, genau. Oh, dann haben wir ihn gleich. Ja. Na, mal gucken. Hallo. Mal jetzt mal dick Schaden. Ne, warte mal, ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn ich ihn noch. Dann muss er sich ja erst ausziehen, damit er dick Schaden machen kann. Ah, okay. War nicht wirklich dick Schaden. Oh. Kannst du 16 machen? 16 hat er noch. Ich kann schubsen. Mach doch. Nee, lass. Wo soll ich denn hinschubsen? Ich denn nur einfach gegen den Baum oder gegen den Feuerball. Schadtreffer, sehr gut. So, Feuerball ist dran. Ah, Mist, ich hätte mal einen Pfeil nehmen sollen. Da ist noch einer. Achso, okay. Nice, der Dick ist tot. Feuerball, guter Feuerball, Junge! Und wieder beiseite gehen, bitte. Okay. Nein. So. Chill doch, sonst komm einfach zurück, Jusen. Ich darf jetzt laufen, auf jeden Fall. Ah, ich kann auch angreifen, sehr gut. Ich glaube, David und Alex kriegen das schon hin. Dass der gleich tot ist. Ja. Ja. Fick dich. 32. Oh nein, 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 nein. Mach ihn doch aus, David. Ja. Ja, dann klick erstmal da so schnell rauf. So ja, ich weiß.
Der ist immer noch nicht aus. Du kannst es auch links neben deinem Namen ja, machen, ne? Warte, ich habe überlegt, ob ich noch Jusen anrolle. Achso. Dann macht mal, aber ich muss schon seit gefühlt 20 Minuten ganz dringend auf Klo. Ja, ich geh auch mal kurz. Bis gleich. Ja, pinke Pause. Ich schon mal looten. Pause pinkeln.